Kräfte, die auf das Leben auf diesem Planeten wirken, variieren von einem Breitengrad zum anderen. Aufgrund einer bestimmten Form, die er annimmt, könnte er unterschiedlich kompetent werden. Aus diesem Grund ist der Kontakt mit der Erde ein sehr wichtiger Bestandteil der Gesundheit und des Wohlbefindens des Menschen. Ich weiß, die medizinische Fachwelt würde sich darüber lustig machen, aber ich stehe hundertprozentig zu dieser Aussage. Die Frage ist, wenn man sich in einem bestimmten Teil des Planeten befindet, wirkt die Planetengeometrie in einer bestimmten Weise auf einen. Die Art des größeren menschlichen Systems oder des tieferen menschlichen Systems, wie es funktioniert, wird definitiv durch den Standort beeinflusst. Das macht sie unterschiedlich. Wie man weiß, gilt das auch für jedes andere Leben. Die Pflanzen- und Tierwelt, die sich in Südindien sehr wohl fühlt, würde in der Umgebung um New York oder in diesem Teil der Welt verkümmern, weil sich das Leben hier entwickelt hat. Das liegt nicht nur am Wetter. Es liegt nicht nur am Wetter und an der Menge an Sonnenlicht oder Kälte. Ja, auch das hat einen großen Einfluss. Aber warum sich das Leben so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, hat etwas mit dem Standort zu tun. Es ist eine anthropologisch anerkannte Tatsache, dass eine bestimmte Menschenrasse, als sie von einem geografischen Ort zu einem völlig anderen geografischen Ort migriert sind, sich viele rassische Merkmale in ihrer Physiologie langsam verändern. Und im Verlauf der Zeit gibt es eine deutliche Veränderung bis zu einem Punkt, an dem man nicht mehr erkennen kann, wie sie zu einer bestimmten Zeit waren. To a point where you could not recognize how they were at a certain time. For example, India has been a. Indien zum Beispiel ist seit langem ein Kessel der Rassenmischung. Aber du wirst sehen, wie sich der Aufenthalt an diesem Ort auf dem Planeten. Natürlich haben die Temperaturen, das Wetter, all diese Dinge einen Einfluss. Aber abgesehen davon, nur die Art der Nahrung, die sie zu sich nehmen, die Art, wie die, an welcher Planetenposition sie sind, wie das ihre körperlichen Merkmale verändert hat und wie sie sich völlig verändert haben, ist ziemlich unglaublich. Es ist ein zentralasiatisches Volk, das vor etwa 8000 Jahren als Arier südwärts zog. Schau einfach, wie die Menschen in Georgien, ich rede nicht von Vereinigten Staaten, Georgia, ich spreche von Georgien, okay? In Zentralasien. Wie diese Menschen aussehen und wie Menschen, die von dort gekommen sind, die über 6.000 bis 8.000 Jahre in Indien gelebt haben, wie sie aussehen. Du wirst erstaunt sein, wie sie sich verändert haben. Alles an ihnen hat sich verändert. Da ist also das Wetter, da ist die Nahrung, da ist der Breitengrad, die den Unterschied ausmachen. Denn die Geschwindigkeit, mit der sich der Planet dreht, hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Zentrifugal- und Zentripetalkräfte, die auf jedes Objekt auf dem Planeten wirken. Die Kräfte, die auf das Leben auf diesem Planeten einwirken, variieren von einem Breitengrad zum anderen.
Auf dieser Grundlage können die Auswirkungen darauf, wie sich der Körper formt, und aufgrund dessen, aufgrund einer bestimmten Form, die er annimmt, könnte er unterschiedlich kompetent werden. Es ist bedauerlich, dass bestimmte Menschen jeden Unterschied in einen diskriminierenden Prozess verwandeln. Ansonsten, wenn man die Unterschiede studiert, die der Planet hervorgebracht hat, die verschiedenen Arten von Lebensformen, die er hervorgebracht hat, sogar verschiedene Arten von Menschen, die der Planet hervorgebracht hat, dann ist das erstaunlich und unglaublich, und es gibt eine ganze Menge darüber zu wissen. Und Indiens Breiten- und Längengrad führt dazu, dass es größtenteils mehr nach innen als nach außen orientiert ist. Das bedeutet nicht, dass andere das nicht tun können. Jeder kann das tun. Es gibt auch eine kulturelle Evolution, die sich im Laufe der Zeit vollzieht. Da gibt es viele Faktoren. Aber wenn man sich in verschiedenen Teilen der Welt aufhält, wird der Körper kompetent. Es ist nicht so, dass wenn man von einem Ort zum anderen zieht, sich in den nächsten 2 Jahren alles an einem ändert. Das muss nicht sein. Es sei denn, man ist gewillt, sich zu verändern. Du könntest dich dagegen wehren, aber Veränderungen werden trotz deines Widerstands eintreten, sogar in deiner eigenen Lebenszeit. Einfach, weil du dich geografisch in einem völlig anderen Raum befindest. Es ist sehr schwierig, das zu beurteilen, denn der kulturelle Einfluss und andere gesellschaftliche Einflüsse sind so groß und so verflochten, dass man das nicht wirklich trennen kann. Aber angenommen, wir hätten uns die Welt angesehen, bevor die Migration begann, bevor wir anfingen zu reisen, wie wir es heute tun, dann kann man deutlich erkennen, wie der Planet eine bestimmte Art von Leben in einem bestimmten Teil der Welt hervorgebracht hat. Das gilt für jedes andere Leben und ganz sicher auch für den Menschen. Du hast, glaube ich, eine Frage zu den Nahrungsmitteln eingeworfen. Ich muss dir sagen, im Yoga ist die Empfehlung für das Essen welche Entfernung ein Mensch an einem Tag zurücklegen kann. An einem einzigen Tag. Die Entfernung, die du zu Fuß zurücklegen kannst, das sollte der Radius des Gebietes sein, von dem du essen musst. Du solltest keine Nahrungsmittel essen, die weit weg von dir angebaut wurden, denn der Körper, den du trägst, ist im Grunde ein Stück dieses Planeten. Wenn er ein Stück dieses Planeten ist, wenn du Lebensmittel aus diesem bestimmten Gebiet isst und du auf diesem Gebiet lebst, gibt es eine ständige Wechselwirkung zwischen deinem Körper. Glaube nicht, dass dies erst geschieht, wenn du deinen Symmetriepunkt gefunden hast. Selbst heute, während du hier sitzt, wenn du an diesem Ort sitzt, befinden sich dein Körper und die Erde, dieser Teil der Erde, auf dem du sitzt, in einem ständigen Zustand einer sehr tiefgreifenden Wechselwirkung. Aus diesem Grund ist der Kontakt mit der Erde sehr wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen. With the earth is a very important part of one's health and well-being. Im Yoga-Zentrum geben wir den Menschen immer Arbeit im Garten, wenn sie nicht gesund sind, damit sie mit der Erde in Kontakt sind. Dieses in Kontakt mit der Erde sein hat sich heute im modernen Wellness-Bereich auf ein Schlammbad reduziert. Nun, du musst irgendwie in Kontakt sein. Es spielt keine Rolle, wie man es macht, ob man ein Schlammbad nimmt, auf dem Land arbeitet, auf dem Boden schläft oder was auch immer man tut. Im Grunde versucht man, in Kontakt zu sein. Und Nahrung ist eine Transaktion. Was in der Erde war, nimmst du in deinen Körper auf. Es funktioniert am besten, wenn es aus dem Teil oder dem Gebiet der Erde stammt, auf dem du lebst. Im Allgemeinen lautet die Empfehlung daher so, welche Entfernung man an einem Tag zurücklegen kann, das sollte der Radius der Fläche sein, von der man isst. Das heißt, wenn du Lebensmittel auf deinem eigenen Hof anbaust und isst, wirst du innerhalb eines Monats sehen,
Angenommen, du lebst auf einem Stück Land, baust deine eigenen Lebensmittel an und isst, dann wirst du innerhalb eines Monats eine sehr deutliche Veränderung in der Gesundheit deines Körpers sehen. Ich würde sagen, wenn diese eine Sache, diese eine einfache Sache getan wird, können wir die Zahl der Krebsfälle auf diesem Planeten um 50-60% senken. Dazu würde ich stehen. Ich weiß, die Mediziner würden sich darüber lustig machen, aber ich stehe hundertprozentig dazu. Mindestens 50% der Krebsfälle könnten herabgesetzt werden, wenn wir mit der Erde, auf der wir leben, in Berührung kommen und die Lebensmittel aus der Gegend stammen, in der wir leben und nicht von irgendwo anders. Wenn ich jetzt in diesem Hotel frühstücken gehe, kommt das Obst wahrscheinlich aus Neuseeland. Sie sagten mir, der Fisch kommt aus Vietnam und ich weiß nicht, was sonst noch woher kommt. Nur weil wir in der Lage sind, Dinge zu transportieren und weil es Supermärkte gibt, die uns die ganze Welt verkaufen können, machen wir das eher zum Vergnügen, nicht für das Wohlbefinden.